Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omega Rubin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Denn wir sind hier auf dem Pyroberg. Hier versteckt sich irgendwo die Magma und die wollen wir fangen. Und ich habe hier übrigens schon mal alle Pokémon gefangen. Und ihr seht, dass es hier einen Vulpix gibt. Und jetzt könnt ihr euch dreimal vorstellen, was wir für ein Pokémon ins Team genommen haben. Genau. Ich wollte erst hier die Vorentwicklung von Zwirklop, hier das Pokémon, was auch da drin gefunden werden konnte. Und zwar, ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses Pokémon heißt, dieses eine Geist-Pokémon, was ich dann später auch noch weiterentwickeln kann, was ich auch per Tausch weiterentwickeln kann, wollte ich erst ins Team nehmen. Aber dann habe ich hier auf einmal einen Vulpix gefunden. Ich dachte mir, oh. Ich wollte nämlich gerne ein Feuer-Pokémon ins Team nehmen. Das Problem ist, es gibt halt keine ordentlichen Feuer-Pokémon, bis auf Lugor. Und dann, ich wusste bisher gar nicht, dass es hier einen Vulpix gibt. Und dann plötzlich finde ich hier einen Vulpix und dachte mir, das ist mein sechstes Team-Pokémon. Ich habe schon einen Feuerstein, also ich könnte Birne, habe ich ihn übrigens genannt. Das ist der gute Birne Play. Schönen Grüße an dich, wenn du das sehen solltest. Habe ich ins Team genommen. Wie ihr seht, ein neutrales Wesen hat die Fähigkeit Feuerfänger. Ich habe übrigens schon Feuerstein, habe ihn aber trotzdem noch nicht weiterentwickelt zu Wurlodener, weil auf Level 31 erlernter Sondersender, auf Level 35 erlernter Flammenwurf. So müssen wir die TM nicht suchen. Und Sondersender ist auch noch speziell. Damit ist unser Team jetzt komplett. Birne aka Vulpix, Tendo aka Rihorn, Technorax aka Krebotak, Yoshi aka Maromai, Ruffy aka Gewaldro und Simsal aka Simsala. Das ist unser Team, mit dem wir in Pokémon Omega Rubin und, also Pokémon Omega Rubin, spielen da. Da haben wir zum Beispiel einen Vulpix. Und mit dem werden wir jetzt natürlich die Magma ärgern. Weil ich wollte unbedingt ein Feuer-Pokémon und dachte mir, Alter. Vor allen Dingen, Schutzleiter ist mal aktiviert. Denn mein großes Problem war auch, hätte ich dieses eine Pokémon ins Team genommen, wäre das wieder ein physischer Angreifer. Dann hätten wir vier physische Angreifer, nur zwei spezielle Angreifer. Und das hat mich ein bisschen gestört, deswegen habe ich mich dazu entschieden, ihn reinzunehmen. Also Vulpix, oh, hier liegt eine TM. Irrlicht. Irrlicht brauche ich aber jetzt nicht. Es ist hier nicht das Schuppet, sondern das andere Pokémon. Ja, du interessierst mich nicht, denn hier oben geht's weiter ab. Wo sind denn die? Denn ist... Okay. Ah, okay, hier sind weitere Grabsteine. Aber immer noch kein Team Magma. Das verstört mich zurzeit. Dass hier immer noch kein Team Magma sich rumtümmelt. Ich dachte, die wollten zum Pyroberg. Da sind Pokémon. Hier sehe ich nichts. Okay. Oh, da hinten ist Team Magma. Oh, und hier sind Trainerkämpfe. Endlich. Ich dachte mir schon, hä? Aber hier ist der Team Magma. Yeah, weiter geht's. Battle versus Team Magma. Natürlich hat Vulpix zurzeit keine Chance gegen die Gegner. Auch wenn es gegen Smogon eventuell Chancen hätte. Aber ich glaube, das Smogon ist bestimmt Level 35. Guck mal, Vulpix ist so süß. Auch deswegen habe ich es ins Team genommen, weil Vulpix ist so süß. Ich habe mir übrigens jetzt auch Beleber gekauft, aber wenn ich das jetzt hier so sehe, war das anscheinend ein bisschen unnötig. Alter. Du blödes Arschloch. Naja, egal. Damit kriegt wenigstens ein Vulpix ein bisschen mehr IP und beziehungsweise Birne. Ich habe extra. Jetzt ist auch das Team auch ziemlich ausgeglichen. Also, wir haben starke Pokémon drin, aber wir haben auch ziemlich schwache Pokémon drin. Also, jetzt Vulpix ist zum Beispiel jetzt nicht der Oberhammer, muss man ja sagen. Ich finde, die Mischung in unserem Team ist eigentlich richtig gut. Also, ich bin zufrieden mit der Mischung in unserem Team. Vulpix wird natürlich jetzt schwierig trainieren zu sein. Ich hole mal Technorax. Der darf sich mit dem blöden Kamauk richtig schön bedienen lassen. Kann das richtig schön wechseln. Ja, Fluch.
Einmal Surfer und bist dann tot. Ja, versuch deinen Angriff und deine Verteidigung zu steigen. Sehr gerne. Ein Surfer von Technorax und ist tot. Fein. Auch noch Flinkklaue. Ein Traum. Mit Voloda werden wir natürlich später viel mehr reinhauen. Auch zum später auch mit Rihornia. Also noch sind die Team-Pokémon ein bisschen schwach. Ich brauche eine Kampfattacke. Und die kommt von Machomai. Yoshi. Ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr jetzt mein Team findet. Ich finde das Team sogar ziemlich gut. Ich habe auch wirklich schon ein perfektes Moveset für Birne drin. Also ein Moveset habe ich mir schon ausgedacht. Also Sondersensor werden wir ihm geben. Dann hat er ja zurzeit Birne. Das werde ich auch drin lassen, weil das ist auch eine spezielle Attacke. Ich habe schon versucht, dass er eventuell Spukball erlernen kann, aber kann er leider nicht erlernen. Dann wird er halt kein Spukball erlernen. Aber Birne bleibt zu 100% drin. Dann kommt ja noch Flammenwurf hinzu. Sondersensor kommt ja auch noch hinzu. Bei den letzten Tagen weiß ich ja nicht mehr, was ich ihm geben wollte. Ich hatte eine Attacke im Kopf. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Weiß ich gar nicht mehr, welche Attacke ich ihm geben wollte. Weiß ich nicht mehr. Irrlich kommt zu 100% raus, weil irrlich finde ich scheiße. Noch ist unser Team halt ziemlich schwächlich, ne? Also ich bin auch im Überlegen, ob ich Vulpix und Tendo vielleicht eventuell doch ein bisschen trainieren sollte. Vor allem Vulpix. Mit 29 kann der gar nichts reißen. Also ich denke mal, ich werde nach dem Part doch Vulpix mal ein bisschen trainieren. Mit Level 29. Sind wir hier bis morgen bald trainieren. Genau, ich werde beide Pokémon bis Level 33. 34, genau. 34 werde ich beide trainieren. Den Rest des Teams aber nicht. Weil... Sind für jeden Partner nach hier drin? Ja, Wechsel, 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 Wechsel. Bei 6 Pokémon. Das ist ein bisschen nervig werden. Und Tsukini ist weg damit. Ich weiß, wir haben schon Tsukini Pokémon, deswegen wäre Sondersinn so ein bisschen doof, aber so als Attacken-Moveset so ein bisschen mehr ausgebreitet, wisst ihr? Zusammen denn noch mit Bürde so eine Geistattacke? Wir haben ja zurzeit keine Geistattacke drin, also. Doch, doch. Später bekommen wir ja noch Donnerschlag und Feuerschlag ins Team, also. Die rote und die blaue Kugel. Du bist also für diese Unruhe verantwortlich. Du hast es bereits, ich hab's bereits vermutet. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich dich am Schlotberg auf später verstoßen habe. Hey, diese eine Kuh, das ist doch die, die wir schon mal gesehen haben, da bei Latios und Latias. Insbesondere, weil ich dich leider schon wieder auf einmal anderes vertrösten muss. Ich habe keine Zeit zu verlieren, nicht mal eine Sekunde. Der Schatz des Pyrobergs, der rote Edelstein gehört... Allein Magma. Jürdes. Bitte darf ich. Jawohl! Bitte kümmere dich um unseren Gast. Ich werde gerade leider keine Zeit für den jungen Mann haben. Wende dich ihm bitte nach allen Regeln der Höflichkeit und erteile im Kampf eine gründliche Lektion. Sorge dafür, dass er nicht mal mehr im Traum daran denken, Widerstand zu leisten. Das gilt selbstverständlich auch für seine Pokémon. Folgelichtlich, mit den roten Edelsteinen in unsere Händen, können wir das legendäre Pokémon ganz ohne Macht des Meteoriten aus seinem Schlummer erwecken. Jetzt brauchen wir nur noch ein Transportmittel, das uns zu ihm bringt. Ich schlage vor, wir bringen das U-Boot, das gerade in Graphitport City gebaut wird, in unsere Gewalt. Also folgt mir. Ich meine, meine treuen Untertanen, na, auf nach Graphitport City. Interne Analyse. Ah! Ja. Hallo, Jürdes. Kamerupt. Wow. Bin gespannt, auf welches Level es ist. Ich denke mal 37, 38, oder?
Ja, 38 gegen 29. Ja, doch, das ist eine gute Idee, dass ich level. Komm mal zurück, gib mal Birne. Glaubst du, dass das so ein bisschen zu sehr zerstört? Lass das mal. Boah, ja. Das tut weh. So, jetzt komm, Flinkklaue oder sei. Ja! Geil, Flinkklaue! Und tschüss! Down! Oh, Critical Hits! Technorax-OP. Einfach Technorax-OP. Level 30 für Birne. Und. Ja, das wurde besiegt. Hab Spaß gemacht. Dieser Kampf ging unerwartet aus. Genau wie damals im Süden. Jemand wie dich trifft man nicht alle Tage. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Oh ja. Mehr noch, ich fieber auf unser nächstes Referiegericht entgegen. Oh nein, was für eine Katastrophe! Das darf nicht wahr sein! Wie konnten Sie nur den Rundlichtstein stellen? Der rote Edelstein und der blaue Edelstein dürfen nie voneinander getrennt werden. Sie müssen einmal am selben Ort sein. Na gut. Nimm den verbleibenden blauen Edelstein an dich. Danke. Flühe hält den blauen Edelstein. Folgenden Schor bringen den Edelstein zurück. Wenn ich echt alles täusche, meint der Anführer, dass sie nächstes Mal nach Graphitport City wollen. Also los, gib mal Gummi. Jo. Ja, weiter, weil ich muss jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wir sehen uns gleich wieder beim Wasser. Okay, ich bin draußen aus dem Schlotberg. Feuerberg, egal. Whatever. Denn wir wollen ja hier die Route weiterkunden. Diese meinte ich nämlich. Hier ist ja noch eine Route und die wollen wir weiterhin vollständig erkunden. Ich habe leider keinen Zerschneider. Ah, da muss ich später nochmal herkommen. Aber hier ist ein kleines Mädchen. Oh, eine Großwurzel erhalten. Schön. Traumhaft. Und jetzt. Oh, hier sind Yonago-Bären. Meine Lieblingsbären. Die verbessern mehr EP. Was sind. Oh, Citrobär, Alter. 25% Regeneration, oder? Doch 20. 25%. Nein. Ich will doch nur mit den Bäumen sprechen. Honigbären. Okay. Oder Hornbären. Whatever. Oh, hier ist schon wieder so ein Busch. Was? War es das etwa schon? Mehr ist sie nicht? Anscheinend nicht. Schutz weiter einsetzen, bitte. Da steht doch irgendwas, oder? Steht da nicht irgendwas? Oder täuscht mich da? Herr Bönn ist leider halt ein bisschen zu underleveled. Nein. Nicht wechseln. Ich wollte einfach nur flüchten. Oh, dann kam der mir. Ich will mich auf den Sack gehen. Das ist tatsächlich. Da steckt tatsächlich eine Picknickerin. Wusste ich doch. Ich dachte erst, ich hab mich verguckt. Warte. Elimineese. Oh, das ist doch ein super Gegner für Birne. Feuerattacken sind hier sehr effektiv. Jetzt kann sich Birne mal zeigen, wie stark er ist. Schmeichler. Erhöht den Spezialangriff und ist verwirrt. Ja, super. Komm, triff, Alter. Triff, triff, triff. Ja! Kiss. Ja! Klasse, Birne. Du hast mich nicht enttäuscht. Du hast das Vieh weggefegt. Knuddellos. Wer kann eine Stahlattacke?
Achso, wir können es ja auch mit Warum mal vernichten. Kann eigentlich überhaupt jemand von mir eine Stahlattacke erlernen? Ich glaube nicht. Gut, Eisenschweif kann, Dings erlernen. Bologna, aber es ist halt physisch. Na, durch den Fehltyp macht es halt nicht gerade viel Damage. Doppelhieb. Und. War! Ach ja, stimmt das! Ach! Das Ding ist doch ein Fehl-Pokémon und Drachenattacken haben doch keine Effektivität. Auch wenn es langweilig ist, aber es ist ja so. Ernsthaft, du versuchst, naja, mit Aussetzer auch noch zu nerven. Oh komm, Yoshi, steh auf! Schlafen kannst du später. Jetzt steh auf und kämpfe weiter, danke, und töte es. Stärke und Down. Oh. Was ein nerviges Vieh. Jedenfalls besiegt Level 42. Traumhaft. Und die Picknickerin ist besiegt. Weißt du, da schmeißt du das Geradex mal weg und dann brauchst du hier 1000 Master Schneider. Das glaubst du doch nicht. Oh, hier ist ein Astrainer. Gegen die kämpfe ich doch gerne. Das bringt nämlich eine GP. Viola. Die hat ein Rihorn. Haben wir auch im Team. Und gerade ist Birne dran. Boah, 36. Ich glaube, 36 oder 42 entwickelt sich Rihorn zu Rizoros. Ich denke mal, mit Rihorn werden wir schon ein bisschen Spaß haben. Ja, übrigens, Zwillicht hieß das Pokémon, das ich eigentlich ins Team wollte. Ach ja, stimmt. Ich habe Waffi beim Attackenerlerner Blättersturm gegeben. Ist nämlich speziell. Und haut halt auch ziemlich rein. Senkt zwar jetzt den Spezialangriff, aber ich sag mal so, für eine finale Attacke, wo der Gegner jetzt sterben soll, ist das eigentlich eine ziemlich coole Attacke. Tropius. Ist ein Pflanzenflug-Pokémon. Und das heißt, Effektivität, also eine Schwäche gegen Feuer. Das heißt, Birne könnte schön reinkloppen. Später mit Flammenwurf, Sondersinn, so, also, da kann ich euch sagen, geht es später echt ab. Funkenflug. Ja, zurzeit macht, ja, Wirbelwind. Simsala, komm, Simsala, Simsala, Yoshi, ja. Weniger gut, weil er jetzt eine sehr effektive Attacke hat. Stärke. Macht das Damage? Naja. Ja, jetzt. Er kann ja jetzt halt mit Luftschnitt agieren. Komm, Doppelgib. Drachenattacke. Komm. Oh, ernsthaft? Es bleibt ein Kappi übrig? Und dann kommt er mir schon wieder mit Wirbelwind? Und dann ist der scheiß Part auch noch vorbei. Du verarsch mich doch. Du doofes, doofes Spiel. Funkenflug. Und weg damit. Down. Sag ja, später mit Flammenwurf wird Birne deutlich besser abgehen. Jetzt aber Level 31. Und versucht Sondersinn. Da haben wir es doch. Stimmt, Irrlicht wollte ich raushauen. Da haben wir es doch. Sondersensor Irrlicht weg und das Sondersensor erlernt. Yoshi kriegt auch noch ein paar EP. Klasse. Einschätzung fällt positiv aus. Ja, ja. Haben wir noch da was Spektakuläres? Da wäre noch ein Item. Ja. Also ich will jetzt die Route eigentlich jetzt noch fertig machen. Damit wir im nächsten Part nach Graphiport City abbauen. Abhauen können. Abbauen, genau. Wir bauen ab. Nein, abhauen dahin. Ah, bitte. Das ist eine Aufgabe für Yoshi. Ich bin auch am Überlegen. Ich glaube, das kann er erlernen oder per TM Kreuzhieb ihm zu geben. Ich weiß nicht, ob ich es ihm geben soll. Mal gucken. Weckruf. Jetzt kommt er auch noch mit Itemsperre, ey. Verhöhner und Itemsperre. Cooler Kombo.
Hat dir aber nicht gereicht. Also auf dem nächsten Part werde ich dann beide Pokémon bis Level 34 trainieren, also Birne und Tendo. Werden sie zwar trotzdem immer wieder den auswechseln müssen, aber... Ich denke mal, ihr wisst, was ich denke, ne? Das ist schon wieder ein Ass-Trainer. Wie lange geht die zur Route? Ich bin überrascht, dass die noch so lange geht. Vor allem so viele Abzweigungen hat. Wie Brava! Drachen-Pokémon. Ein Drachenboden-Pokémon. Ganz böses Pokémon. Aber wir haben ja unseren Yoshi. Yoshi! Mach ihn tot. Wenn er dich nicht tot macht. Nein, nicht gerade wirklich. Doppelhieb. Jetzt kommt er mit Erdbeben. Alter, der kann Erdbeben. Und macht gut Damage. Sehr effektiv. Und Critical Hit. Oh, richtig cool. Super gemacht von Yoshi. Also, das war stark. Panzer Aeron. Können wir mit einer Elektroattacke agieren? Ladestrahl. Und dann sollte es eigentlich auch tot sein, deswegen. Normalerweise. Ladestrahl. Und weg. Goodbye. Was? Okay. Ich wollte jetzt einfach mit Power draufhauen. Spezialangriff gehört jetzt eher mit Initiative. Na, war klar. Wenn er da noch seine Initiative erhöht, dann ist es klar, dass er schneller ist. Aber das war's jetzt leider für Panzer Aeron. Und wir können endlich weiter. Wie lange geht diese Route eigentlich? Ich habe eigentlich gedacht, oh, das ist hier bestimmt eine kurze Route mit 1, 2 Trainer. Hab ich gedacht. Oh, ein Doppelkampf. Da können ja unsere beiden neuen Pokémon kämpfen. Was? Ach. So, ach, jetzt sind wir hier. Okay, wir sind jetzt hier. Okay. Wir haben es tatsächlich geschafft, liebe Freunde. Okay. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir hatten nämlich schon mal diese... Also, diesen Teil der Route hatten wir nämlich schon mal erkundet. Und das heißt, im nächsten Part sehen wir uns in Graphiport City wieder. Und wir sehen... Birne und Tendo auf Level 34, 35. Also 34, 35 circa werde ich beide trainieren. Ich hoffe, ihr seid dann im nächsten Part wieder dabei bei Let's Play Pokémon Omega Rubin. Bis dahin, Leute, und ciao!